Ich könnte an der Stelle hier eine Beziehung finden zwischen H1 und V1 durch Momentengleichgewicht an Gelenk G. Das könnte ich machen. Es würde mir später helfen, wenn ich dann V1 finde, dann könnte ich dann direkt H1 auch finden. Lass uns erstmal alles hier einzeichnen, was Gelenkreaktion angeht. Hier haben wir auch kein Gelenk zwischen Körper 3 und Körper 4. Das heißt, an der Stelle haben wir auch Gelenkreaktionen, die wir lösen. Ich zeichne die mal so rum hier und auf den anderen einfach andersrum. Aktion et Reaktion. Was haben wir hier? G, V, ich nenne diesen. Es ist Gelenk. Okay, es war mein zweites Gelenk, aber der Knoten ist hier. Also GV4 nehme ich einfach. Und GH4. Hier ist es GH4 und GV4. Okay. Geklärt. Und den letzten Gelenk. Das letzte Gelenk hier zwischen Körper 4 und Körper 2. Das Gelenk hier. Ich habe es da und an der Stelle hier. Okay, ich habe das ein bisschen weggelöst und dann verschoben. Ja, ich mache es mal so. Und hier mache ich es andersrum. Die vertikale Kraft jetzt nach oben. Die horizontale Kraft jetzt so gerichtet. Und das ist GH6. Und hier GV6. Also sehen Sie wirklich, ein Knoten zu nummerieren ist so eine Hilfe, es ist unglaublich. GV6 und GH6. Hier habe ich ein Festlager, nicht zu vergessen, mit zwei Auflagereaktionen. V7. Ups, nicht VZ, V7 und H7. Sehr gut. Wenn wir hier die Unbekannten zählen sollten, lass uns mal schauen, wie viele Unbekannte haben wir tatsächlich hier. Im Prinzip sollten wir es wissen, wir haben 12, wir haben die da gefunden, aber lass uns die mal zählen. Sieht man das alles da? Ja, also 1, 2, 3, 4, 5. Lass uns den Teil hier vergessen, weil ich habe es hier umgestellt. Also 1, 2, 3, 4. Okay. Die da, 3, 4, das sind dieselben hier. Ich muss die nicht zweimal zählen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Was habe ich da? Ich habe irgendwas Falsches gemacht. Sorry, lass uns wiederholen. 1, 2, 3, 4. Das sind dieselben hier. 5, 6. Das sind dieselben hier. 7, 8. Das sind dieselben dort. 19, 19, das sind dieselben hier. Und dann 11, 12, okay? Ja, richtig. 12 Unbekannten. Und wenn man 12 Unbekannten hat, was heißt das rein mathematisch? Wir brauchen insgesamt 12 Gleichungen. Okay? Also es wäre nicht ganz falsch zu sagen, ja, ich brauche 12 Gleichungen. Also ich nehme einfach, wir haben schon das Gesamtsystem genommen. Wir haben da drei Gleichungen. Dann nehmen wir noch drei Systeme hier. Und kriegen dann drei Gleichungen und das war's. Kann man schon so sagen. Also rein mathematisch würde es auch funktionieren. Sobald wir für jeden Körper noch so mal Kräfte in horizontal, in vertikal und so mal Moment und einen Punkt machen. Okay? Sollten wir uns entscheiden, mehrere Momentengleichgewichtsbindungen zu benutzen, dann muss man aufpassen, dass, wenn man drei Punkte zum Beispiel benutzt, dass die drei nicht auf derselben Linie stehen. Das ist wichtig. Genau. Wenn man nur zwei benutzt, wenn ich zum Beispiel
diesen Punkt hier benutzt, den Punkt und den da, dann also zwei Moment Gleichgewichtsbedingungen in dem Fall, dann darf ich Summe alle Kräfte in diese Richtung nicht durchführen. Okay, ich darf schon in eine schräge Richtung durchführen oder in die hier, aber in die Vertikale, dann darf ich nicht. Ja. Jo. Aber wir wollen es hier relativ einfach machen, deswegen, wenn wir jetzt mal einen Körper nehmen, wie Körper 1, ich schreibe mal hier, Körper 1, wir haben drei Gleichungen schon, wir brauchen insgesamt noch 9 Gleichungen. Ich nehme Körper 1, ich mache so mal Momente rund um den Gelenk, rund um unserem ersten Gelenk, beziehungsweise rund um Knoten 3. Also Momentgleichgewicht rund um Knoten 1, Knoten 3, was kriege ich da daraus? H1 mal H1 hier mal 4 Meter dreht positiv, V1 dreht negativ, minus V1 auch mit 4 Meter. Und hier die resultierende unsere 4W halt. Für Auflagereaktionen spielt das keine Rolle, dass wir eine Schreckenlast haben oder eine resultierende Kraft, die da in der Mitte ist. Es würde dann nur eine Rolle spielen für Schnittgrößen, weil für eine Einzellast hätten wir dann einen Knick in Momentenverlauf, während wir für eine Schreckenlast eine quadratische Verteilung hätten. Also für eine konstante Schreckenlast eine quadratische Verteilung hätten. H1 mal 4, minus H1 mal 4, positiv auch, also 4W mal den Hebelarm 2 Meter. Okay, gleich 0. Damit haben wir eine Beziehung zwischen H1 und V1. Am besten schreibt man die Gleichungen so, dass man nicht mehrere Unbekannten kriegt, als die, die wir da schon hatten. H1, H7 war das, nicht Z. H1, H7, V1, V7. Hier sehe ich V7 und H7. Nein, leider. Okay, an der Stelle haben wir ja 4 unbekannt, aber nur 3 Gleichungen. Also am besten macht man es so, dass man nicht mehr Unbekannten kriegt als die, die da oben waren. Okay? Also hier habe ich nur 4 Gleichungen. Ich habe noch nicht die 12 Gleichungen, aber kann ich vielleicht damit schon anfangen? Mit diesen 4 Gleichungen hätte ich wie viel Unbekannten? Ich nenne mal die Gleichungen. Gleichung 1, 2, das hier ist Gleichung 3, Gleichung 4. Also im Moment, haben wir 4 Gleichungen und wie viele Unbekannten? H7, V1, V7. Keine weitere Unbekannte. Also 4 Gleichungen mit 4 Unbekannten. H1, H7, V1 und V7. Also schaut mal. Insgesamt haben wir 12 Unbekannten. Wir würden im Prinzip 12 Gleichungen brauchen. Aber wenn man es so macht, wie wir es gemacht haben, zum Beispiel das Gesamtsystem, erstmal durch die Betrachtung des gesamten Systems haben wir die Bindungen noch nicht gelöst. Damit haben wir die Gelenkreaktionen nicht, die im Allgemeinen nicht so wichtig sind, auf dem ersten Blick zumindest. Okay? Und wir haben unsere vierte Gleichung so aufgestellt, dass wir nur die Unbekannten haben in dieser vierten Gleichung, die wir schon in den ersten drei hatten. Damit haben wir jetzt 4 Gleichungen und 4 Unbekannten und wir können diese 4 Unbekannten schon lösen. Wir werden uns dann erstmal da beschränken, wir werden diese 4 Unbekannten lösen. Hier habe ich grundsätzlich gezeigt, wie man sich die Arbeit ersparen kann. Also obwohl wir 12 Unbekannte haben, haben wir jetzt eine Aufgabe, die so aussieht, erhalten wir nur 4 Unbekannten.
Okay, jetzt, dass wir die vier Gleichungen haben, wir haben die aufgestellt, wie man es ganz normal macht, laut dem Buch. Also Summenkräfte in Horizontalrichtung gleich 0, Summenkräfte in Vertikalrichtung, summale Momente. Okay, wir haben jetzt fancy das ausprobiert, hier ausprobiert, also wie drei Momentgleichungen oder so. Wobei man noch beachten muss, dass die drei Punkte nicht alle auf derselben Linie stehen. Aber wir haben nichts von sowas hier gemacht. So, das hier ist alles safe. Diese vier Gleichungen sind auf jeden Fall linear unabhängig voneinander. Das ist noch eine mathematische Voraussetzung, damit das LGS hier, Linear-Gleichungssystem, überhaupt lösbar wird. Ist dann hier alles okay und es ist lösbar. Wir müssen uns aber noch überlegen, wie wir das lösen. Okay, natürlich können wir alles noch einsetzen und so auch laut Buch lösen. Es würde aber eher viel dauern. Also wir können uns die Gleichungen mal anschauen und uns dann einen Plan überlegen. Hier drin haben wir H1 und V1. Wo haben wir noch H1 und V1? Eigentlich nirgendwo. Wir haben hier in der dritten Gleichung V7 und H7. Wo haben wir noch V7 und H7? Nirgendwo, ansonsten hätten wir es seit langem schon gelöst. Kriegen wir aber vielleicht irgendwo eine Beziehung? Hier haben wir eine Beziehung zwischen H1 und V1. Wo können wir... Das ist V7, nicht VZ, sorry. Wo können wir das benutzen? Schauen wir mal. H7, V7. Okay. Schaut mal. Aus Gleichung 1 kriege ich eine Beziehung zwischen H1 und H7. Das heißt, diesen... ich werde es so machen, ich will H1 und V1 erstmal berechnen. Okay, das ist so mein Ziel. Ich kann es so schon festlegen. Ich hätte H7 und V7 auch erstmal berechnen können. Aber ich sage, hier ist der Plan. H1 und V1 bestimmen zuerst. Okay, jetzt, wie mache ich das? Ich erkläre euch. Wir haben die Gleichung hier, die dritte Gleichung mit V7 und H7. Mit der Hilfe der Gleichung 2 kann ich sehr leicht V7 ausdrücken in Abhängigkeit von V1. Ich werde also hier drin V7 mit einem Ausdruck von V1 ersetzen. Und mit der Gleichung 1 kann ich sehr leicht H7 mit einem Ausdruck von H1 ausdrücken. Okay, ich werde also hier in der dritten Gleichung H7 mit einem Ausdruck von H1 ersetzen. Ich rette dann in der Gleichung 3 nach diesen Umstellung nur die unbekannten H1 und V1. Also V1 hier an der Stelle von V7 und H1 an der Stelle von H7. Das wäre dann eine Gleichung mit nur H1 und V1 als Unbekannten. Und diese neue dritte Gleichung, die ich dann auch neu nennen werde, zum Beispiel 3 Prime oder so, oder 3 Stern, diese neue dritte Gleichung mit der Gleichung 4, wäre dann lösbar, weil wir hätten dann zwei Gleichungen mit nur zwei Unbekannten, und zwar H1 und V1. Lass uns dann den Plan folgen. Also, hier ist der Plan. H1 von 1 in Gleichung 3. V1 von Gleichung 2 in Gleichung 3. Damit wird Gleichung 3 eine Gleichung 3 Stern mit H1 und V1. Und jetzt 3 Stern und 4 liefern uns die Werte für H1 und V1. Okay, das ist der Plan. Lass uns dem Plan jetzt folgen. Okay, ich mache es dann hier. Ihr müsst noch sehen, was der Plan war. Wir müssen grundsätzlich nur den Plan folgen jetzt, okay? Also, ich folge einfach den Plan. H1 von 1 in 3. Also, 1 erstmal liefert
H7. Ich sollte es vielleicht lieber schreiben, H7 von 1 in 3. Ja, so ist es besser. H7 von 1 in 3, V7 von 2 in 3 und genau so. Also in Gleichung 1 ist grundsätzlich H1 plus H7. Ich schreibe es erneut, haben wir da oben schon. Plus 8W gleich 0. Und das heißt, H7 gleich minus 8W minus H1. Das ist H7. Ich könnte es sogar 1 Prime 1 Strich nennen. Okay, und das werden wir in 3 einsetzen. Gleichung 2 ist grundsätzlich V1 plus V7 minus 4W gleich 0. Und das forme ich um V7 allein zu haben. Ich kriege dann V7 gleich 4W minus V1. Und das kann ich 2 Strich nennen. Jetzt 1 Strich und 2 Strich. Lies man es noch hier? 1 Strich und 2 Strich in 3 führt zu, das war 3, 3 minus 4 mal 2, minus 4 mal 6, minus 4 mal 6, lass uns das erstmal alles berechnen. Minus 4 mal 2, das sind minus 8, und dann minus 4 mal 12 insgesamt, kann man sagen. Also minus 4, ja, wir hatten da 8 und dann 4 mal 12 erstmal 24 und dann 28 und dann mit den 8. Sorry, 24, dann genau 48 und dann mit den 8 haben wir 56. Das können wir noch überprüfen, noch sicherheitshalber, damit ich da keinen Fehler habe. Minus 4 mal 2, minus 4 mal 6, minus 4 mal 6. 56 negativ. Also minus 56 mal W plus V7 im Prinzip, aber an der Stelle nehme ich dann V7 von 2 Sternen. Also 4W minus V1. Das ist V7. V7 mal 12 war das. Und dann minus H7 mal 8 minus H7. Für H7 nehmen wir jetzt das hier. Das heißt minus 8W minus H1 mal 8 gleich 0. Lass uns es ein bisschen umformen. Wir können dann hier minus 56 plus 12 mal 4. Okay, also 48 positiv plus 12 mal 4. Und dann hier, was 8W angeht, noch insgesamt minus mal minus, also plus, also 8W mal 8, also 4 und 60 positiv. Plus 64, 56 positiv. Also jetzt haben wir plus 56 W. Okay, und jetzt was passiert mit V1? An der Stelle haben wir minus V1 mal 12. Und was passiert mit H1? Minus mal minus plus mal 8 plus 8 mal H1 gleich 0. Das ist unsere Gleichung. 3 Sterne. Wir sind so weit, oder drei Stellen so. Wir sind so weit in dem Plan. Okay, jetzt mit 3 Sternen und 4 sollte ich H1 und V1 bestimmen. Was war 4 nochmal? Ich schreibe 4 hier erneut. Gleichung 4 sieht man vielleicht noch hier. Gleichung 4 war
Never the part. Hey, what can I say? If I see her highway, this it was an enclave. But where with you five lanes? Speed at the high rate, landslide and nice maybe. Okay, 1 mal 4, minus 4, 1 mal 4, plus 8 W insgesamt eigentlich hätte ich schon schreiben können. Okay, ihr seht hier rein wir zwei Unbekannten nur in den zwei gleichen V1 und H1. Okay, hier H1, V1. Das können wir dann leicht rechnen. An der Stelle kann man sogar H1 in einem Schlag von V1 schreiben und da wieder da oben einsetzen. Wir machen vielleicht was anderes hier. Was können wir da machen? Ja, ganz schön. Was rein? Ich sag mal, ich mach V1 weg. Ich will V1 eliminieren. Okay, ich multipliziere dann die vierte Gleichung mal 3. Wenn ich die vierte, mal minus 3 eigentlich, aber wenn ich die vierte mal 3 multipliziere, dann kriege ich an der Stelle von minus 4 minus 12. Und damit habe ich denselben Wert wie da oben. Und dann mache ich einfach eine Gleichung minus die andere. Also, ich mache Gleichung 4 mal 3 und ziehe dann die Gleichung 3 dann ab, zum Beispiel. Okay, was passiert? Ich schreibe einfach alles, okay, ich schreibe jetzt mal alles. 4 mal 3 minus 3, 4 mal 3 heißt 12 H1 minus 12 H1, das hier sind 8 mal 3, 24 plus 24 W und jetzt minus die dritte Gleichung, also das war die linke Seite der Gleichung, okay, wir haben noch die auf der rechten Seite haben wir nur, also erstmal auf der linken Seite hier bei 4, 4 mal 3 haben wir durchgeführt, jetzt die linke Seite der Gleichung 3 Stern, also minus 3 Stern, minus 56 W, minus V1 mal 12, also plus V1 mal 12, minus 8 mal H1, also minus 8 mal 1, gleich jetzt die rechte Seite haben wir im Prinzip hier 0 mal 3 minus 0. Okay, man sieht, es ist immer noch 0. Was haben wir dann hier? 12 mal V1 und minus 12 mal V1 verschwinden, das war der Plan. Wir bleiben mit 12 H1 minus 8 H1, da sind 4 H1 und jetzt was haben wir da mit W? Wir haben hier 24 minus 56, es ist dann negativ mit minus 20 haben wir erstmal 36 und dann minus 4 haben wir dann 32. 32 W. Und das können wir leicht umformen nochmal. H1 ist dann 32 W durch 4. Das sind 8 W. H1 gleich 8 W. Ich überprüfe noch ganz schnell die Berechnung, die ich hier durchgeführt habe mit 24 und 56. Ja. Okay, wir haben H1. Jetzt können wir H1 in welchen Beziehungen hatten wir zwischen beiden? Hier zum Beispiel in 4, H1 in 4 führt zu 8W mal 4 minus V1 mal 4 plus 4W mal 2. So, okay, V1 ist dann was? Hier haben wir 4 mal 8, das sind 32 plus 2 mal 4 hier, das sind 8 zusätzlich den 32, damit haben wir 40. Also V1 mal 4 gleich 40W grundsätzlich, damit ist V1 40W
durch 4, das sind dann 10W. Die 10, diese Zahlen da vorne, 8 hier und 10, sie haben die Einheit Meter. Ihr habt bemerkt, die ganze Zeit habe ich Meter nicht geschrieben. W hier hat die Einheit Kilonewton pro Meter zum Beispiel, es ist eine Streckenlast, okay. Und es muss dann mal eine Strecke noch multipliziert werden, um eine Kraft zu ergeben. Also hier 10W zum Beispiel hätte die Einheit Kilonewton pro Meter mal 10 Meter im Prinzip, wie schon gesagt. Die Meter küssen sich weg, wir bleiben dann mit der Einheit Kilonewton. Also V1 hier hat tatsächlich eine Einheit Kilonewton. Das ist Kraft. Also wir haben H1 und V1. Das war der Plan. Wenn wir H1 und V1 haben, können wir jetzt mit H1 H1 in Gleichung 1 gibt uns H7. Wir können Gleichung 1 oder Gleichung 1 Stern benutzen. H1 in 1 oder 1 Stern gibt uns H7. Ich würde sehr oft die originellen Gleichungen benutzen, also H7, Gleichung 1, sorry. Weil bei der Umformung für H Stern vielleicht hat man sogar einen Fehler gemacht. Also nur so, nur die Grundidee, so wir bleiben mit einer Gleichung, wir benutzen eine Gleichung, die so wenig wie möglich umgeformt wurde. Natürlich sollten wir einen falschen Wert hier haben bei H', dann ist die ganze Berechnung ja sowieso schon falsch. Aber nur die Idee, wir probieren eine Unabhängigkeit dann von Umstellungen und so zu behalten. Ja, also der Plan war hier H1 in ein Stern ist H7, dann V1, dann V1 in, was war das, 2 Stern sollte uns V7, ja V7, klar, ja, okay, machen wir dann. H1 in der Plan 1-1-Rich da oben, also 1 in 1-Rich führt zu H7 gleich minus 8W minus H1, also minus 8W insgesamt minus 16W. Das ist H7 und V1 in 2 Stern, V1 in 2 Stern führt zu, wo ist 2 Stern, hier 2 Stern, V7 gleich 4W minus V1, V7 gleich 4W minus V1 und was ist V1? 10W, also 4 minus 10 minus 6W, V7. Okay, damit haben wir die Auflagereaktion bestimmt. Wir haben nicht mal die Gelenkreaktion bestimmen müssen, wir haben aber alle Auflagereaktionen, die da sind. H1, V1, V7 und H7. Um die Schnittgrößen an sich zu bestimmen, braucht man schon einige dieser Gelenkreaktionen. Das werden wir ein anderes Mal machen. Für heute werden wir hier aufhören bei der Bestimmung dieser Auflagereaktion. Wir müssen die natürlich noch kontrollieren. Okay? Deswegen mache ich es auch immer so. Ich rechne auch nicht die Aufgaben vorher oder so, damit ich ja möglicherweise da. Also ich wünsche es mir nicht, aber es ist auch gut, wenn ich da Fehler mache. Und mit der Kontrolle sollten wir dann herausfinden.